Heiliger Samen. Dürfen Juden onanieren? Hungerstreit. Macht die Topmodel-Show krank? Wurst mit Bart. Wie tolerant ist Österreich? Es ist oft die Rede von einem Wunder, wenn es um die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel heute vor 50 Jahren geht und um die positive Entwicklung dieser Beziehungen seitdem. War aber mehr mühevolle Arbeit als ein Wunder, diese Annäherung. Guten Abend zur Kulturzeit. Zunächst wollte Israel nach dem Krieg verständlicherweise keine Beziehungen zum Land der Shoah eingehen. Und dann hat die Bundesregierung gezögert, aus Angst, die arabischen Staaten zu verprellen und in die Arme der DDR zu treiben. Als sich der deutsche Kanzler Konrad Adenauer und der israelische Premier David Ben-Gurion 1960 in New York trafen, geschah dies noch inoffiziell. Erst 3 Jahre später der Austausch von Botschaftern, haben sie dann verabredet, unter großem Protest der israelischen Bevölkerung. Als der deutsche Botschafter Rolf Pauls seinen Dienst antrat, beschimpften ihn wütende Demonstranten. Wenige Tage danach kam der israelische Botschafter Asher Ben-Nathan nach Bonn. Inzwischen sind die Beziehungen zwischen Israel und Deutschland also selbstverständlich. Und dazu gehört auch, wie heute von beiden Seiten in Berlin betont, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann. Zum Beispiel in Bezug auf eine Zwei-Staaten-Lösung in Israel, dass Diskussionen erwünscht sind. Sind Sie auch beim jüdischen Filmfestival, das gerade in Berlin läuft? Denn da werden sehr unterschiedliche, überraschende und teilweise etwas befremdliche Einblicke in das israelische Leben gewährt. Auch in das Leben und Denken streng orthodoxer Juden. Eine Welt, die sonst schwer zugänglich ist. Und plötzlich redet ein Gläubiger da ganz offen übers Masturbieren oder darüber, wie schwer es ist, es nicht zu tun. Tillmann Jens. Licht ins Dunkel wolle er bringen, sagt Uri Gruder, der 44-jährige jüdisch-ultraorthodoxe Filmemacher, der einen Tabubruch vor dem Herrn riskierte. Er gewährt uns einen verstörend genauen Einblick in die streng traditionalistischen Glaubensgesetze der rund 700.000 haredischen Juden, die in Israel leben. Sacred Sperm, heiliges Sperma, heißt Gruders international aufsehenerregender Dokumentarfilm, der in großem Freimut aufzeigt, wie ultraorthodoxe Familien ihre Söhne noch heute streng nach den Geboten der Halacha erziehen. Masturbieren gilt im Judentum als Sünde. Wir dürfen unser Sperma nicht auf dem Boden vergießen. Wir dürfen es nicht vergeuden. Wir müssen Kinder damit zeugen. Der sechsfache Vater, der vor 13 Jahren zum Ultraorthodoxen wurde, tritt im Film oft selber in Erscheinung. Er schickt ein Stoßgebet zum Himmel. Großer Gott, ich habe eine Frau und 6 wundervolle Kinder. Was soll ich tun? Mein ältester Sohn ist jetzt in dem Alter, wo er nach den Gesetzen der Religion unterwiesen werden muss. So steht es geschrieben. Das aber bringt mich in große Nöte. Herr, gib mir die Kraft zu sexueller Reinheit. Für junge Männer ist das nicht leicht. Wohin mit ihren Trieben, bis sie verheiratet sind? Sie müssen lernen, sich zu beherrschen. Die Tora verlangt von uns, die Lust zu besiegen. Wir sitzen auf dem Pferd, nicht das Pferd auf uns. You are on the horse, not the horse on you. Wer dennoch sündigt, den erwarten recht martialische Bußrituale. Gruder führt das am eigenen Leibe vor. Dieser Ausflug in den Schnee geschah keineswegs aus freien Stücken. Eine Strafmaßnahme lautet etwa, du musst dich 9-mal nackt im Schnee wälzen. Das ist äußerst ungemütlich, aber es hilft dir, dich zu reinigen. Danach fühlst du dich besser. Wer eine Sünde begeht, muss etwas tun, um sein Gewissen zu beruhigen. Man kann das aber auch als Vergnügen ansehen. So hautnah wie Gruder ist wohl nie ein Filmemacher zuvor der Sexualität der jüdischen Ultraorthodoxie gekommen. Normalerweise schottet sich die Gemeinschaft ab. Dieser Glaubensbruder aber hat ihm ohne jede Scheu von der Erziehung seines kleinen Sohns erzählt, der eine eigene Toilette mit einem speziell konstruierten Bidet hat, weil er seinen Penis nicht berühren darf.
Auch über ein anderes, streng gehütetes Tabu, den ehelichen Beischlaf, fielen offene Worte. Wenn ich mit meiner Frau zusammenkomme, dann bin ich sehr geduldig, warte ab und bleibe so lange bei ihr, bis auch der letzte Samentropfen in ihr ist. Und was ist, wenn ein Paar keine Kinder zeugen kann? Einfrieren von Sperma, künstliche Befruchtung, ist mit ultraorthodoxem Glauben kaum in Einklang zu bringen. Aber es gibt scheinbar Auswege. Einige Methoden erlaubt auch der Rabbi. Man darf das Sperma zum Beispiel in einem Kondom auffangen und dann sofort in die Frau einführen, damit sie schwanger wird. Dann wird ja kein Sperma vergossen. Man tut es, um ein Kind zu zeugen. Aber gewiss, da bewegen wir uns auf einem ganz schmalen Grat. Der bildstarke Dokumentarfilm vermeidet, und das ist seine Stärke, jede Parteinahme. Er beobachtet einfach. Aber auch Uri Gruder hat seinen ultraorthodoxen Rabbi immer wieder um Rat gefragt. Ich mache keinen Film, ohne zuvor bei meinem Rabbi die Erlaubnis zu holen. Vielleicht ist das Vorhaben ja falsch oder das Thema nicht richtig. Erst jetzt, da der Rabbi zugestimmt hat, kann ich meinen Film ins Kino oder zum Fernsehen bringen. Gelobt sei die Weisheit des Rabbis. Am kommenden Dienstag werden Gruders religiöse Insider-Ansichten auf dem jüdischen Filmfestival Berlin gezeigt. Der Regisseur weiß um den Sprengstoff seines Streifens und hofft auf kontroverse Diskussionen. Auch wenn die Menschen dort wohl ganz anders ticken, bleiben sie doch Menschen. Deswegen werde ich nach Berlin fahren und den Film dort vorführen. Faszinierend ist die ultraorthodoxe Lebensart allemal. Verstaubt und verklemmt, mag sein auch reaktionär. Und doch, aller Selbstkasteiung zum Trotz, auch das blanke Gegenteil. Sinnenfroh und unerhört lebendig. Ja, nicht schwer vorzustellen, dass dieser Film schon im Vorfeld für Furore sorgt beim Jüdischen Filmfestival in Berlin. Es läuft noch bis Mitte nächster Woche, bis zum 20. Mai. Onanieren zu verbieten kann religiöse Gründe haben. Die katholische Kirche betrachtet es ebenfalls als Sünde. Früher waren es aber auch angeblich gesundheitsschädliche Folgen wie Krebs, Akne, Wahnsinn, weshalb Masturbation verpönt war, untersagt wurde. Totaler Quatsch, das wissen wir heute. Und wir wissen zum Glück vieles mehr, was beispielsweise die Ernährung betrifft, wie schlimm es für Körper und Psyche ist, zu wenig zu essen, zu dünn zu sein, den Körper mit zu vielen Diäten zu malträtieren. Und dennoch, viele junge Mädchen hungern, um vermeintlich schöner zu sein. Und daran ist auch eine mega erfolgreiche Fernsehshow namens Germany's Next Topmodel schuld. Das sagt eine aktuelle, wissenschaftlich fundierte Studie und sagt auch der Psychiater Manfred Lütz. Und zwar so laut, dass ProSieben ihm eine Unterlassungsaufforderung geschickt hat. Wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen. Dabei hat er uns erzählt, warum er seine Vorwürfe auf keinen Fall zurücknimmt. Zunächst aber hier die Hintergründe. Macht Fernsehen krank? Zumindest dieser Sendung wurde schon so manches vorgeworfen. Germany's Next Topmodel, die Castingshow unter der Ägide von Heidi Klum. Frauenfeindlich sei die Show und sie unterwerfe die jungen Kandidatinnen der unbarmherzigen Domptöse Heidi. Jetzt erhebt eine Studie neue Vorwürfe gegen das Format. Germany's Next Topmodel fördere Essstörungen wie Magersucht und Bulimie. Die Autoren schreiben gar, die Sendung folge einer krankmachenden Logik. Fakt ist, nur eine von 40.000 Frauen entspricht in Größe, Figur und Gewicht überhaupt den Mindestanforderungen eines professionellen Models. Die Show, so heißt es in der Studie weiter, propagiere also ein Ideal, das fast kein normales Mädchen jemals erreichen werde. Indem Germany's Next Topmodel diese unerreichbare Ausnahme zur Norm erkläre, setze sie junge Frauen unter extremen Druck. Dies wiederum könne eine bereits vorhandene Essstörung enorm verstärken, mit drastischen Folgen. In der Presse wehrt sich der Sender gegen die Vorwürfe. Essstörungen gäbe es schließlich auch ohne Germany's Next Topmodel. Vielmehr sei gesunde und nachhaltige Ernährung ein wichtiges Thema der Show. Und überhaupt sei gesellschaftlich betrachtet Übergewicht ein viel größeres Problem. Die Macher der Studie kommen zu einem anderen Schluss. 241 Essgestörte wurden für die Untersuchung befragt.
Mehr als ein Drittel von ihnen gab an, dass Germany's Next Topmodel entscheidend für die Entwicklung ihrer Krankheit gewesen sei. Klar ist, Essstörungen wie Bulimie und Magersucht sind eine ernstzunehmende psychische Erkrankung. 3 von 100 Mädchen sind an Bulimie erkrankt. An ihren Folgen sterben allein in Deutschland pro Jahr bis zu 100 Menschen. Die tödlichen Schattenseiten des Schlankheitswahns führt dieser Spot aus Frankreich drastisch vor Augen. Doch kommt Aufklärung wie diese an gegen den Zwang zu hungern und die Verlockungen einer Unterhaltungsshow? Bei uns im Studio jetzt der Psychotherapeut Manfred Lütz. Guten Abend. Guten Abend. Herr Lütz, was werfen Sie der Sendung Germany's Next Topmodel und Heidi Klum konkret vor? Also ich finde, es gibt jetzt diese Studie, die sagt, dass 70 von 241 befragten essgestörten Menschen sagen, diese Sendung habe einen sehr starken Einfluss auf ihre Erkrankung gehabt. Und Magersucht, muss man wissen, ist im Grunde die tödlichste psychische Erkrankung, die es gibt. 10 bis 15% der jungen Frauen sterben. Und da fand ich es unglaublich zynisch, dass der Sender darauf reagiert hat, das würde ihn sozusagen gar nicht interessieren, sondern Übergewicht sei ein viel größeres gesellschaftliches Problem. Das fand ich wirklich empörend und ich finde, das kann man so nicht stehen lassen. Was erwarten Sie denn vom Sender? Also wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre mitverantwortlich für eine Sendung, die für eine tödliche Erkrankung verantwortlich ist von jungen Frauen, ich könnte nicht mehr schlafen. Und ich würde also entweder die Sendung absetzen, oder das werden die gar nicht können, weil die dann pleite gehen irgendwie, sondern ich würde wenigstens mal Fachleute einladen in die Redaktion und vielleicht auch ein paar von diesen magersüchtigen Frauen und fragen, wie könnte man die Sendung vielleicht so verändern, so variieren, ohne den Unterhaltungswert zu reduzieren, dass dieser krankmachende Effekt nicht mehr in diesem Ausmaß eintritt. Das wäre für meine Begriffe das Mindeste. Aber darauf reagieren die in einer Ignoranz, die unglaublich ist. Sie erzählen zum Beispiel, sie würden über gesunde Ernährung und viel Sport informieren und haben gar keine Ahnung, dass bei magersüchtigen Frauen, die machen viel zu viel Sport, um Kalorien loszuwerden. Also die wissen gar nicht, wovon sie reden. Welche Elemente sind es denn genau in der Sendung, die Sie als krankmachend empfinden? Also ich glaube, dass, also die Studie sagt das, also ich selbst ja nicht, aber die Studie sagt das, dass es nicht nur diese dünnen Models sind. Also die Models, die da vorgeführt werden, haben ja Körperformen, die maximal 4% der Frauen überhaupt haben. Die sind gar nicht erreichbar sozusagen. Das ist schon in sich ein Problem, das wird schon jahrelang diskutiert. Aber was diese Studie jetzt neu klar gemacht hat, ist, dass die ganze Machart der Sendung gerade für pubertierende Mädchen katastrophal ist. Das heißt, Heidi Klum verlangt im Grunde von denen, dass sie ihr Ich an der Garderobe abgeben und sich komplett unterwerfen, dass sie alle Schamschwellen und so weiter überwinden und alles tun, was Heidi Klum sagt. Und gerade in der Pubertät ist es so, dass bei einer Ich-Schwäche man sich dann orientiert an so einer Autorität wie Heidi Klum. Und das Mittel, tatsächlich Erfolg im Leben zu haben, ist ein guter Körper. Darauf läuft es letztlich hinaus. Ein gut fotografierbarer Körper. Und das ist dann der erste Schritt bei vielen offensichtlich in diese tödliche Erkrankung. Das klingt extrem rückwärtsgewandt, einen guten Körper zu haben, ausschließlich, das ist es für eine Frau. Wie kommt das? Ich meine, diese Sendung, die entspricht ja nun auch offenbar einem Zeitgeist, sonst hätte sie nicht so diese wahnsinnige Einschaltquote. Also sie ist natürlich sehr clever gemacht. Sie arbeitet mit diesen Zickenkriegen und so weiter, die wahrscheinlich nach Skript stattfinden, das weiß man nicht so genau, sodass es dann auf den Schulhöfen Debatten darüber gibt, fandst du die nicht blöd, fandst du die nicht blöd. Das heißt, es pusht sehr viel Emotionen und es wird eigentlich ein Menschenbild und auch ein Frauenbild rübergebracht, das aus dem 19. Jahrhundert eigentlich stammt. Erfolg muss man haben rücksichtslos sein, dann hat man wirklich Erfolg. Und man darf nicht Heidi Klum, man darf Autoritäten nicht kritisieren. Also das sind alles Vorstellungen, die unglaublich sind. Aber wie kommt es, dass sich so ein Frauenbild überhaupt heute noch durchsetzen kann oder wieder? Ich meine, da waren wir doch wieder schon mal einen Schritt weiter. Ich glaube, wenn man sehr manipulativ ist, kann man durch solche Sendungen so etwas ja auch produzieren. Und wenn man überlegt, dass 40% pubertierender Mädchen, also von Mädchen von 11 bis 17, glaube ich, 40% dieser Mädchen sehen diese Sendung, ist das ja ein unglaubliches gesellschaftliches Problem. Also wenn das, ich glaube, viele dieser Mädchen, um das zu sagen, die gucken die sich an und sagen, ich mache trotzdem, was ich will, ich mache meine Sache. Ja, also ich glaube nicht, dass die jetzt alle krank werden, das ist ja Schwachsinn. Aber ich glaube, dass das, was da so selbstverständlich präsentiert wird, für viele eher verunsicherte junge Frauen dazu führt, dass die dieses Rollenbild in dieser schwachen Zeit der Pubertät adaptieren. Und ich frage mich, was das für gesellschaftliche Auswirkungen hat.
Und was empfehlen Sie, wie man mit dieser Sendung umgehen sollte? Also Sie sagen es selber, 40% der Mädchen gucken diese Sendung. Jetzt ist das eine, das verbieten zu wollen, ist wahrscheinlich nicht besonders sinnvoll. Wie macht man das also dann? Also ich habe zwei Töchter, die sind jetzt 17 und 18, also aus dem ganz heißen Alter sind die raus. Die haben sich das natürlich auch mal angeguckt. Und ich glaube, verbieten ist einfach schwierig heutzutage. Ja? Also entweder finde ich, dass man sich als Eltern mal dazusetzen sollte und sich das mit angucken kann, sodass man das auch vielleicht mal diskutieren kann, auch kontrovers diskutieren. Aber das Wichtigste ist für meine Begriffe, dass man junge Mädchen stark macht, dass man ihnen klar macht, du entscheidest, was du willst. Unterwerf dich nicht irgendwelchen Autoritäten, sondern entscheide selbst, was du willst. Also junge Mädchen stark zu machen, das ist, glaube ich, wichtig. Dann können die diese Sendung ruhig sehen. Es gibt ja noch andere solche Sendungen, solche Castingshows, wo auch nicht gerade zaghaft mit den Jugendlichen umgegangen wird. Aber was ist das unterscheiden? Also wie unterscheidet sich noch mal diese Modelsendung davon? Also ich kann vielleicht sagen, wie sich meine Reaktion unterscheidet. Ich erlebe das natürlich auch und finde viele andere Sendungen auch ganz schrecklich und schrottig. Aber ich habe magersüchtige junge Frauen behandelt. Und das ist wirklich eine schreckliche Krankheit. Ja? Also wenn Sie erleben, ein junges, intelligentes, nettes Mädchen, ja, nimmt immer weiter ab, denkt, es sei zu dick, obwohl es schon fast tot ist sozusagen, hat ein ganz falsches Körperschema und hungert sich dann zu Tode oder stirbt an etwas anderem. Und Sie stehen als Therapeut manchmal daneben und können nichts mehr machen. Ja? Und das ist so entsetzlich, dass die Assoziation einer solchen Castingshow mit dieser Krankheit, das ist, was mich auf die Barrikaden bringt und was mich auch dazu gebracht hat zu sagen, wenn ein Sender so zynisch reagiert, einfach nur Cash zu machen auf Kosten dieser jungen Mädchen, dem muss man widersprechen und da muss jetzt mal auch wirklich was passieren und man kann das nicht einfach aussitzen. Der Sender will das aussitzen. Die verdienen wahnsinnig viel Geld damit, aber ich finde, das ist auch ein gesellschaftliches Problem, da muss man was tun. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren, Herr Lütz. Bitteschön. Junge Menschen stark machen, damit sie selbst entscheiden, wer sie sind, nicht einfach einem vorgegebenen Rollenbild entsprechen. Auch sie setzt sich diesbezüglich ganz klare Zeichen. Derzeit ist Conchita Wurst überall in Wien als goldene Adele à la Gustav Klimt zu sehen auf Werbeplakaten für den Liveball am Samstag, die europaweit größte AIDS-Benefits-Veranstaltung, bei der es bekanntlich ziemlich schrill zugeht. Da wird das anders sein, in allen Facetten zelebriert. Eine Woche später dann findet der Eurovision Song Contest in der österreichischen Hauptstadt statt. Ein Jahr, nachdem Conchita Wurst ihn gewonnen und Österreich den Ruf beschert hat, eine durch und durch tolerante Nation zu sein. Stimmt es wirklich? Noch immer? Oder alles nur Show? Konstanze Griesler. We are unity and we are unstoppable. Man hat es nicht leicht auf der Welt, wenn man als Mandel noch auf einer Weiberl steht. Er hat sich geoutet als verfolgter Hetero. Der Volksrock'n'Roller will die alte Ordnung wiederherstellen, ob Binnen-I oder Bundeshymne. Ein wackerer Kämpfer gegen den sogenannten Gender-Wahn. Ist der Heteromann wirklich eine aussterbende Spezies, bedroht von bösen Feministinnen und sogenannten Gutmenschen? Die FPÖ solidarisierte sich schnell, postete auf Facebook «Je suis Gabalier». Sie ist so eine Gender-Wahnsinnige. Anne Wizorek hat 2012 die große Aufschreikampagne initiiert, bei der tausende Frauen ihre Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch twitterten. Nun hat die Feministin ein Buch herausgebracht. Also ich finde es natürlich zum Teil amüsant, dass halt ein weißer heterosexueller Mann der Meinung ist, es wäre heutzutage irgendwie ein Problem, heterosexuell zu sein, weil ganz ehrlich, ich sehe das nicht. Also ich meine, welches Schimpfwort ist auf Schulhöfen immer noch da? Es ist schwul, es ist nicht hetero. Und ich glaube, das wird sich auch leider so schnell erstmal nicht ändern. Aber das zeigt einfach sehr gut, dass Menschen, die eben Teil der Mehrheitsgesellschaft sind, schnell den Eindruck bekommen, dass ihnen was weggenommen wird, sobald einfach andere Menschengruppen auch mal verstärkter sichtbar werden. Rückblick. Österreich liegt sich vom Siegestaumel trunken in den Armen. Das Land der Berge wurde über Nacht zum Epizentrum der Toleranz. Vergessen scheint die Aufregung um das letztjährige Liveball-Plakat mit einem transsexuellen Model. Ich weiß, dass es sowas gibt, aber muss man das so öffentlich herzeigen? Dieses Jahr sind wir alle ein bisschen trans und stolz auf das aktuelle Liveball-Plakat. Im Wir sind Wursttaumel wurde die Drag Queen der Herzen ungefragt zur Galionsfigur der Toleranz. Ich kann damit gar nichts anfangen, weil für mich
für mich ist diese Vorbildfunktion oder diese Botschafterin, wie ich auch genannt wurde, immer mit ein bisschen Selbstaufgabe verbunden. Und das steht mir nicht wirklich zu, weil es kostet mich keinerlei Aufwand, so zu sein, wie ich bin. Und es kostet mich keine Mühen, das zu sagen, was ich denke. Und somit kann ich damit nicht ganz umgehen, wenn man mich auf so ein Podest hebt, weil ich stehe auf keinem Podest und ich mache genauso Schwachsinnigkeiten, wie mir manchmal vielleicht auch was Kluges einfällt. Conchita, Queen of Europe. Unglaublich. Wir sind Conchita und stolz drauf. Nur wenn der eigene Sohn sich als schwul outet, ist's vorbei mit der Toleranz. Das zeigt der österreichische Kurzfilm 12 Points, der im Vorfeld des Song Contests laufen wird. Das ist immer ein starkes Zeichen. Kein kleines, konservatives Österreich. Endlich sind wir Mittelpunkt Europas. Auch lesbische Begrüßungsbussis in altehrwürdigen Ringstraßencafés sind nicht gerne gesehen. Dieses Paar wurde kürzlich deshalb des Lokals verwiesen. Für heterosexuelle Paare ist es total normal, draußen rumzugehen und Händchen zu halten. Für homosexuelle Paare ist es immer noch ein Risiko, wenn sie sich zum Beispiel in der Öffentlichkeit küssen. Also das ist ja immer noch ein eindeutiges Zeichen dafür, dass wir, auch wenn eine Frau mit Bart einen Song Contest gewinnt, noch nicht da sind, wo wir eigentlich sein könnten. Der Vorfall versetzte auch das Büro des Wien-Tourismus in Panik. Überhaupt nach der Riesendemo vor dem Café, die weltweit für Schlagzeilen sorgte. Soll doch gerade die Hauptstadt derzeit als queerfreundliche Toleranzhochburg vermarktet werden. Der schwule Abgeordnete zum Bundesrat, Marco Schreuder, ist ein Song Contest Aficionado, bloggt jedes Jahr über den Event. Er moniert, dass der gesetzliche Diskriminierungsschutz derzeit eben nicht für alle Gruppen gilt. Wir haben das Problem, dass es in Österreich unterschiedlichen Diskriminierungsschutz für unterschiedliche Gruppen gibt. Und das verstehe ich nicht. Als Beispiel, ich will ein Haus kaufen oder ein Geschäftslokal oder was auch immer. Ich bin dunkler Hautfarbe, man verweigert mir, dass ich das Haus kaufen kann, weil man nicht als Käufer haben möchte. Dann darf ich mich rechtlich wehren, das ist eindeutig eine Diskriminierung. Beim Zugang von Gütern und Dienstleistungen in dem Fall. Wenn ich das Haus nicht kaufen darf, weil ich lesbisch bin, kann ich mich nicht wehren. Ich muss das hinnehmen. Die schwule Gefahr? Die Realität sieht anders aus. Immer noch herrscht Adoptions- und Eheverbot für gleichgeschlechtliche Paare. Trotzdem fühlen sich viele von der Meinungsmacht und dem angeblichen Gesinnungsterror der politisch Korrekten unterdrückt. Ich freue mich, dass es so viel Toleranz gibt, dass es so viel Platz gibt für alles Mögliche in diesem Land, für unterschiedlichste Kategorien, Rubriken und Musikgeschmäcker. Es würde mich freuen, wenn diese Toleranz oft auch einmal auf der anderen Seite spürbar wäre. Wir alle haben eben verschiedene Ansichten. Und die sollte man auch bitte tunlichst kundgeben, aber eben auf eine respektvolle Art und Weise. Und in dieser Hinsicht hat sich in meinem kleineren Umfeld auf jeden Fall was getan. Was das jetzt auf die ganze Gesellschaft, die österreichische Gesellschaft anbelangt, denke ich auch, dass ein Stück weit was passiert ist, aber auf der anderen Seite eben auch nicht. Solange wir es Gleichstellung nennen müssen, stehen wir nicht am Ziel. Nichts anderes als Duldung heißt Toleranz. Vielleicht wäre aber für die Zukunft und auch noch nach dem 23. Mai Akzeptanz angebrachter. Ob jetzt Manderl, Weiberl, Hetero, Homo, Bärtig oder Karl oder irgendetwas dazwischen. Die junge Französin Melodie träumt vom eigenen Friseursalon und braucht Geld. Die Engländerin Emily wünscht sich ein Kind und kann selbst keines bekommen. Zwei Frauen, zwei schwierige Situationen und viele Geheimnisse. Wann hatten Sie Ihre letzte Periode? Vor 2 Wochen. Das ist perfekt. Wir könnten schon in 4 Wochen zur Implantation in der Ukraine sein. In der Ukraine? Aber ich dachte, in England wäre das legal. Nicht für alleinstehende Frauen. Mit der Schwangerschaft nähern sich die beiden Frauen einander an.
Hat es sich bewegt? Bis Melodie Muttergefühle entwickelt. Hätte ich gewusst, dass Sie so drauf sind, dann hätte ich das niemals mit Ihnen haben gemacht. Haben Sie ein fröhliches, ausgeglichenes Mädchen erwartet? Wenn jemand so etwas tut, dann steckt ein Problem dahinter! Regisseur Bernard Belfroy nimmt sich des schwierigen Themas Leihmutterschaft an, intensiv und eindringlich. Melodies Baby, ab Donnerstag in deutschen Kinos. Aufhängen statt abräumen. Daniel Spörri macht aus Esstischen Eat Art. Denn wenn die Gäste aufstehen, hinterlassen sie einzigartig zufällige Arrangements. Mir ging es darum, dass ich beweisen wollte, dass der Zufall genauso schön, in Anführungsstrichen, wie das bewusst von einem Einzelnen, von einem Individuum gestaltete ist. Doch ganz ohne Inszenierung kommt auch Spörris Werk nicht aus, wie seine umfangreiche Sammlung von Skizzen zeigt. Daniel Spörri, Eat Art in Transformation. Noch bis zum 30. August im Max-Museum Chiasso. Mir träumt, als hielt ein Esel mein Herz gefangen. Da schnarcht ein Freund. Eseleien und andere Gefühlsregungen in Shakespeares Ein Sommernachtstraum. Mittendrin die 88-jährige Ernie Mangold als Puck, ein altersklug spitzbübischer Waldgeist. Und allen geht's nach ihrem Kopf. Bunt und verspielt inszeniert Direktor Michael Schottenberg zum letzten Mal am Volkstheater Wien. Ein Sommernachtstraum. Die nächste Vorstellung ist am Freitag. Noch eine Spur von Scham? Das waren die Tipps von Yvonne Gögelein. Wenn eine Personalie geräuschlos über die Bühne geht, ist das meistens eine gute Sache. Das gilt auch für Orchester wie die Berliner Philharmoniker. Für Tamtam und Trara soll der neue Dirigent selbst sorgen, nicht seine Ernennung oder in diesem Fall Nicht-Ernennung. Den ganzen Tag haben wir gestern darauf gewartet, wer denn nun Denker und Lenker des großen Hauptstadtorchesters werden soll. Am Ende bleibt ein großes Fragezeichen. Nicht Barenboim, nicht Nelsons, nicht Dudamel und auch nicht Thielemann. Die Musikerinnen und Musiker konnten sich einfach auf überhaupt keinen Kandidaten einigen. Und was sagt uns das? Zumindest, dass unter den Philharmonikern nicht nur Harmonie herrscht. Wo sich die Orchestergräben genau auftun, lässt sich nur erahnen. Traditionalisten versus Modernisierer, Künstler versus Popularisierer. Populär war zumindest schon mal die Suche nach dem Neuen, wie Jutta Hees und Felicitas Twickel zeigen. Jürgen Klopp geht nicht zu den Berliner Philharmonikern. Ebenso wenig Pep Guardiola. Aber wie wäre es mit Klaus Weselski oder Klaus Wowereit? Im Netz immerhin war das lange Warten auf einen neuen Chefdirigenten ein großer Spaß. Ob die Musiker auch etwas zu lachen hatten, ist nicht bekannt. Kein Sterbenswörtchen drang aus den dicken Kirchenmauern in Berlin-Dahlem. Alles war streng geheim. Bis endlich nach 11-stündiger Klausur, spät am Abend. Leider konnte sich das Orchester auf keinen Dirigenten einigen. Ein einmaliger Vorfall in der Geschichte der Berliner Philharmoniker, die seit 1882 ihren Chefdirigenten selbst bestimmen. Nun zieht sich die Suche nach einem Nachfolger für Sir Simon Rattle ab 2018 hin, womöglich über ein ganzes Jahr. Einer der Wahlberechtigten ist Olaf Maninger, Solo-Cellist der Philharmoniker. Warum konnten sich die Musiker auf keinen der Kandidaten einigen? All diese Dirigenten standen natürlich zur Diskussion und zur Wahl. Und diese Künstlerpersönlichkeiten und das, was sie mit ihrer Kunst machen wollen, sind natürlich auch sehr, sehr heterogene Geschichten und sind ganz, ganz unterschiedliche Straßen und Wege, die genommen werden. Und auch die Interessen unserer Orchestermusiker sind augenscheinlich da sehr unterschiedlich. Was bedeuten diese unterschiedlichen Interessen aber für ein Orchester, das ja als harmonischer Klangkörper funktionieren muss? Geht nun ein Graben durch das Orchester? Brauchen die Philharmoniker am Ende eher einen Mediator als einen Dirigenten? Wir brauchen keinen Mediator. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man wirklich sagen kann. Es wurde sehr konstruktiv diskutiert. Es gab keine Streitigkeiten, sondern es gab Auseinandersetzungen um die Sache. Und Mediation ist da gar nicht nötig, sondern es ist einfach Zeit nötig, um sich gegenseitig noch besser kennenzulernen. Die Zeit nehmen wir uns gerne und das kriegen wir schon ganz alleine hin. Eins haben die Philharmoniker ziemlich gut hingekriegt. Sie haben sich eine neue Zielgruppe erschlossen. Sie waren gestern der Top-Hashtag bei Twitter.
Kurios, aber gut fürs Image. Zitat: Dass die Berliner Philharmoniker bei Twitter trenden, ist ungefähr so, als ob Peter Handke ruckzuck moderieren würde. Oder als ob Herbert Grönemeyer plötzlich Goethes allehrwürdigen Faust vertonen würde. So geschehen bereits. Hatte vor ein paar Wochen Premiere in Berlin. Mit im Boot auch der texanische Regisseur Robert Wilson. Der ist immer für Überraschungen zu haben. Und so hat er sich auch spontan auf eine Zusammenarbeit mit dem estnischen Komponisten Arvo Pärt eingelassen. Immerhin einer der bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten weltweit. Sehr erfolgreich. Der sagt, ich habe entdeckt, dass es genügt, wenn ein einziger Ton schön gespielt wird. Dieser Ton, die Stille oder das Schweigen beruhigen mich. Ob es beruhigend, aufregend oder beides ist, wenn Arvo Pärt auf Robert Wilson trifft, das ist genau zu dieser Stunde in Tallinn zu sehen. Mein Kollege Armin Körper war gespannt bei den letzten Proben dabei und fragt auch nach der Bedeutung Pärts für die Esten. Die alte Werft von Tallinn lädt zum Rendezvous mit klassischer Musik. Es ist der Abend einer Begegnung. Zwei Männer treffen hier aufeinander und mit ihnen zwei Sphären von Ost und West. Arvo Pärt meets Robert Wilson. Adam's Passion heißt das Stück. Es umfasst die großen Werke Arvo Pärts gepaart mit einem neuen, das aus der Begegnung hervorgegangen ist. Robert Wilson, der Meister des Musiktheaters, hat schon viele auf die Bühne gebracht. Grönemeyer, Tom Waits und Giuseppe Verdi. Diesmal einen betenden, einen klagenden, unter den Lebenden den am meisten gespielten Komponisten, den Esten Arvo Pärt. Die Frage war, ob es mir gelingen würde, Bilder zu kreieren, die helfen, die Musik noch besser zu hören, als wenn ich die Augen geschlossen hätte. Pärt und Wilson, zwei ältere Herren, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Der eine, ein Kind der Sowjetunion, radikaler Vertreter neuer Musik. Der andere aus Amerika, ein Visionär des Gegenwartstheaters. Zusammengebracht hat sie kein Geringerer als er, Papst Benedikt XVI. Vor 6 Jahren lud er sich Künstler, Forscher, Wissenschaftler ein, darunter Arvo Pärt und Robert Wilson. Man konnte da eine Atmosphäre der Inspiration spüren. Das war ansteckend, wie in einem Bienenschwarm, in dem Menschen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen aufeinandertreffen. Das war wie eine Explosion der Kreativität. Es kommt selten vor, dass man jemanden trifft, zu dem man so eine Nähe spürt. Jemand, der die Stille komponiert. Ich habe von Anfang an Wilson geglaubt und ich glaube noch immer an ihn. Tallinn, das ehemalige Reval. Eine Stadt, in der die Moderne auf das Mittelalter trifft. Tallinn, jahrzehntelang der Freiheit beraubt. Heute die Hauptstadt von Estland. Arvo Pärt ist der größte Sohn des Landes. Er hat die Heimat verlassen zu Zeiten des Sowjetregimes. Jetzt ist er wieder zu Hause. Hier im Wald, wo die Stille der Wind und die Ostsee komponieren, hier will der Sohn des Komponisten seinem Vater ein Haus erbauen. Ein Archiv, ein Zentrum, ein Ort für das Werk von Arvo Pärt. Wir wollten das ganz bewusst nicht in Tallinn machen, wo Leute zufällig vorbeikommen. Wir wollten, dass dieser Ort für den Besucher das bewusste Ziel seiner Reise ist. Nächstes Jahr soll der Bau beginnen und so aussehen. Bis dahin sammelt Sohn Michael alles, was vom Vater da ist, Noten, Notizen und eben auch die Stille. In den 70er Jahren hat der Meister jahrelang geschwiegen, bevor er die Heimat gen Westen verließ. Die Zeit, die mein Vater durchlebt hat, war bedeutungsvoll. Bedeutungsvoll auch für seine kreative Sehnsucht. Während seiner Jahre des Schweigens in den frühen 70ern, als er nach seinem Stil suchte, den man später mit dem Klang von Glocken verglich,
Das war nicht nur ein innerer Kampf, er kämpfte auch mit der Außenwelt. Adam's Passion. Dieses Werk erzählt vom Leben eines Mannes. Es ist eine Suche, für manchen ein Gebet. Das Werk des Arvo Pärt wird oft religiös interpretiert. Der Meister schweigt dazu und will, dass seine Musik für sich alleine spricht. Ob Musik heilig oder nicht heilig ist, das sagt doch überhaupt nichts aus. Es kommt nur darauf an, mit welchen Augen der Zuhörer das sieht und hört. Für mich ist sein Werk spirituell und nicht religiös, und das macht einen Unterschied. Denn etwas Spirituelles ist befreiend. Adam's Passion ist die Geschichte der Begegnung von zwei Männern, die aus unterschiedlichen Richtungen kamen. Zur Musik von Arvo Pärt hat der Amerikaner Robert Wilson Bilder kreiert, die von zeitloser Schönheit sind. Ach ja, in diesem Jahr ist der 80. Geburtstag von Arvo Pärt, des großen Esten, dessen Musik heute aus dem Herzen Europas kommt und in der ganzen Welt erklingt. Das war's für heute von der Kulturzeit. Morgen gibt es ein Kulturzeit-Extra am gewohnten Sendeplatz. Wir schauen nach Israel, ins heutige, ins junge Israel. Morgen 19.20 Uhr hier in Dreisat. Und morgen starten auch die internationalen Filmfestspiele in Cannes. Berichten wir in der Kulturzeit dann ebenfalls drüber. Infos gibt es schon mal auf unserer Website www.kulturzeit.de zu allen Themen unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss, bis morgen.